Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy VII Remake Integrate. Wir sind hier. Okay, ich habe mich zwar nach links gedreht, aber gut, die Hitbox ist auch manchmal nicht ganz sauber. Wir sind hier beim Kolosseum stehen geblieben. Aeris, kannst du mal bitte nicht mit dem Klappstuhl nach mir werfen? Ich weiß, den Abschnitt hier haben wir schon gespielt. Nur mein Safe State war ein bisschen zu früh. Ich musste vorne ausmachen, weil ja ich nicht riskieren wollte, dass ich wieder zu viel am Stück aufnehme und dann. Wo bist du eigentlich? Das Wartezimmer, rein mit euch. Okay. Ich wollte nicht zu viel am Stück aufnehmen. Wie siehst du denn? Ich brauchte. Ihr habt ja. Wenn ich euch einen guten. Achtung, Team, bitte kommen Sie zu. Jetzt könnten wir noch davonlaufen. So. Lag hier noch irgendwas rum, außer dieses Fläschchen? Nö. Dann speichern wir nochmal. Und reden mit dir. Seid ihr bereit? Ja. Passt auf, dass ihr nicht verreckt da draußen. Okay, als nächstes gibt dich ein Pärchen die Ehre. Überspringen. Sie sind so. Heige Sau! Glückstreffer! So, Fertigkeiten. Oh. Ende mit Schrecken. Das war's dann. Nice. Der ging halt voll in die Hose. Der Feind ist geschwächt. Mein kleiner Riese. Analyse. Kann nicht schaden. Ach, der Bluthund, der ist ja sogar anfällig gegen Eis. Ja, und bei dem ist halt Feuer. Gebiet. Ich stechle halt sogar. Tschüss. Ich verfluche dich. Nimm das. Bam. Mit diesem überraschenden Ausgang hätte wohl niemand gerechnet. Das Blatt hat sich mit einem großen Knall gewendet. Der Sieg geht, schlacht mich tot. An das Traumpaar glaubt an es. Die erste Runde hätten wir überstanden. Ist was? Die Regeln sind sehr biegsam. Stimmt. Ich hoffe, das bessert sich in der nächsten Runde. Darauf würde ich nicht bauen. Lass uns wachsam bleiben. Also, einmal kurz heilen. Ja, süß. Mehren sich die Blumen eigentlich, wenn wir jetzt öfter kämpfen? Achtung, Team Cloud und Aeris. Ihr Match beginnt in Kürze. Ihr Match beginnt in Kürze. Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Aloha! Da habt ihr ja nochmal Glück gehabt, aber das wird euch in der nächsten Runde nicht mehr helfen. Seid ihr bereit? Na, Glück Hals und ist für die Dummen. Nein, manchmal brauchst du Glück. Besonders wenn du Krücken bist. Und weiter geht's! Der zweite Kampf im Halbfinale! Zuerst unser Traumpaar, das sich Hand in Hand durch die erste Runde gekämpft hat! Ihr Penner, was fällt euch eigentlich ein? Ich bitte um etwas Beifall für Klautenel! Verpisst euch dahin, wo ihr herkommt, ihr Tröten! Wegen euch habe ich unseren verloren! Aha. Ja, los, los! Ihre Gegner, ein paar Pfungskerle aus dem Ödland, die mit diebischer Freude dabei sind. Mit Fingern so lang wie die Gesichter ihrer bemitleidenschierten Opfer! Also, lassen Sie Ihre Wertgegenstände von jetzt an besser nicht mehr aus den Augen!
einen herzlichen Applaus für Beck und seine rabiat ruchlose Gang! Ach nee. Die kennen wir doch. Die kennen wir doch. Hey, alte Bekannte. Sag schön hallo. Oh, wie praktisch. Muss heute wohl unser Glückstag sein. Ja. Jetzt kriegt ihr euer Fett für die Sache von neulich weg. Hä, weg? So dick sind die doch gar nicht. Hole Luft. Meine Fresse. Halt einfach dein Maul. Mein lieber Jolly, was hat das denn zu bedeuten? Sieht so aus, als hätten sich die Schlimmfinger doch glatt mit 8 Leuten angemeldet. Was? Wie gemein. Tut mir ja wirklich leid, aber in dieser Arena zählt nur ja. Und zwar das, was Don Corneo sagt. Habt ihr kapiert? Ja! 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 Der Don hat's abgesegnet, Leute! Ich geb's auf. Jetzt wird sich zeigen, ob's die Menge macht. Oder nicht? Wird sicher eine schöne Schlägerei. Dieser Kampf wird grandios. Nicht weggucken, sonst entgeht Ihnen was. Freuen Sie sich auf Runde 2 im Halbfinale. Glitztreffer. Und tschüss. Blut soll es regnen. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Los. So, Macht der Unschuld. Es wird unschuldig. Wechsel! Jetzt das Ring ist gleich ein Sieg. Analyse. Und dann machen wir nochmal einen Schwertsturm. Ende mit Schrecken. Komm, du kriegst noch Mutangriff hinterher. In den Kopf. Lol. Das war seine Siegerpose. Ein weiteres Mal haben sie triumphiert, obwohl sie nur zu zweit sind. Der Sieg geht an. Das schlagkräftigste Bärchen aller Zeiten. Team Klauter der Welt. Ach. Gott, ich denke jedes Mal, dass ich hier rausgeportet werde, aber ich muss ja laufen. Gar nicht schlecht, der Junge. Was hast du erwartet? Ich habe ihn schließlich massiert. Und außerdem, mein Freund, sind seine Hände das Morden gewohnt. Dann ist er ja hier in bester Gesellschaft. Jedenfalls sind wir beide im Finale. Wetten wir? Oh, du änderst dich wohl nie. Irgendwann verbrennst du dir noch die Finger. Na und? Dann reibst du sie mir halt einfach wieder gesund. So weit lasse ich mich nicht nochmal herab. Sag mal, Anjan, der Typ da ist richtig schnuckelig, oder? Total. Jetzt sind wir im Finale. Ja. Oh. Du siehst nicht besonders glücklich aus. Das wird wieder ein unfairer Kampf. Ja, aber nur noch ein einziger Kampf, Cloud. Dann haben wir es geschafft. Nee, es werden nicht mehr. Doch. Gerade eben lang nur zwei da. Kann mal jemand diesen scheiß Stuhl aufräumen? Das ist saugefährlich. Team Cloud und Aeris, das Finale beginnt in Kürze. Bitte begeben Sie sich zum Eingangstor. Ja, gleich. Erstmal Waffenmods. Hier habe ich keine, aber Aerith hat welche. Für ihren Silberstab.
Mhm. Magische Attacke, Imperialisation, Oh. Nett. Achso. Aber ich wollte noch kurz speichern. Nicht schlecht, ihr zwei. Ja, ne? Johnny, sitzt du immer noch da? Ah, mit euch kann ich auch interagieren. Brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr totzustellen? Gehen wir mit jedem Einzelnen interagieren? Ja, ihr habt's echt drauf, wisst ihr? Leute wie euch könnten wir gebrauchen. Hab tierischen Kohldampf. Dann iss was. Soll helfen, habe ich gehört. Meinen größten Respekt, ihr habt ja wirklich was drauf. Jetzt kommt das Finale, seid ihr bereit? Immer. Ich hab auf euch gewettet, Leute, also lasst mich nicht hängen. Wer das Scheißhaus hat jetzt irgendwas... Verehrtes Publikum, wir das haben nicht die gegen lange Eisen genug auf die Folter gespannt. Der Corneo Cup geht in die entscheidende Runde. Und es wird krachen, das können Sie mir glauben. Auch wir sind selbstverständlich untröstlich. Doch alles muss nun mal irgendwann zu Ende gehen, so leid es mir tut. Lassen Sie uns diese wunderbare Chance nutzen, um noch einmal richtig abzufeiern! Ja! Yeah! Als erstes, unsere Newcomer, die bislang jeden Gegner einfach so weggefegt haben. Das Pärchen, das unser Herz mit dem Sturm erobert hat. Cloud und Ares, die Champions der bezaubernden Männerwelt. Hinterlassen für gewöhnlich nichts als Verwüstung. Wer Glück hat, landet im Krankenhaus. Und wer Pech hat, auf der Mülldeponie. Die hungrigen Killermaschinen von Chocobus Head. Applaus für das sezierende Duo. Duo. Roboter? Eine Leihgabe von Shinra. Das darf doch nicht wahr sein. Ha. Ah. Können wir noch nicht gegen das Haus? Wer wird sich das Preisgeld wohl sichern? Ja, freuen Sie sich auf ein großes Finale voller Emotionen! Die Entscheidung des Corneo Cups! Frei! Okay, erstmal analysieren. Nur kein okay, keine Resistenzen gegen Eis. Das ist schon mal gut. Statistiken. Mhm. Und tschüss. Au. Das war's. Verdammt. Ende mit Schrecken. Sehr gut. Und tschüss. Gebet. Hättest du das aus? Oh oh. Ich bin bereit. Abschau! Verrecke! Mutangriff! Das war's dann! Na gut. Feuer und Flamme! Es ist vorbei! Jetzt
Fritz! Ja, das war's! Nimm das! Übernimm du. Überlass das mir! Ja. So, Gebet. Übernimm du! Ich mach das. Jetzt! Ende mit Schrecken. Wahnsinnsüberraschungserfolg! Wer hätte das gedacht? Der Gesamtsieg im Corneo Cup geht an Team Cloud und Iris! Mein herzliches Beileid. Nanu, du bleibst erstaunlich ruhig. Ich dachte, ich könnte dich wüten und toben sehen. Jede Münze hat eine zweite Seite. Man muss sie nur umdrehen. Das macht's ja so interessant. Gilt aber nicht bei deinen gezinkten Talerchen. Mach's gut. Na dann, werde ich mal meinen Gewinn einstreichen. Das muss noch warten. Tut mir leid. Auf Befehl des Dons gibt es noch einen weiteren Kampf. Was? Gewinnt dein Team den, gehört das Preisgeld dir. Sag mal, Kleiner, willst du mich verarschen? Das würde ich niemals wagen. Sehr gut. Jetzt können wir tiefer helfen. Ja. Lass uns zurück zu Madame M gehen und das Kleid besorgen. Mhm. Ich unterbreche eure Feier ja nur ungern. Aber ihr werdet leider nochmal für mich kämpfen müssen. Wieso denn das? Ihr habt die Stimmung ordentlich angeheizt. Die Leute sind in ausgelassener Wettlaune. Sie setzen Unsummen auf eure Kämpfe. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass Corneo sich diese Chance entgehen lässt. Soll heißen? Er wird euch einen letzten Gegner vorsetzen. Erst wenn ihr den besiegt, ist das Turnier gewonnen. Davon war keine Rede. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Dieser gierige Bastard, dieser... Was will man machen? Auf dem Wallmarkt hat nun mal Corneo das Sagen. Aber wenn ihr den nächsten Kampf gewinnt, bleibt selbst Corneo nichts anderes übrig, als euch zu Siegern zu erklären. Das Publikum macht das auch nicht ewig mit. Der Kampf ist der letzte? Das will ich doch hoffen. Das will ich auch hoffen. Also dann, viel Glück. Füllt meine Taschen brav mit Geld. Ja, du kannst mich ja gerne nochmal massieren, ne? Meine Hände und auch mehr, wenn du möchtest. Okay. Dann bedanke ich mich an der Stelle erstmal wieder bei euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Den Kampf machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.